glaube ich, ein bisschen weiter vor. War wirklich. Also, auf jeden Fall. Dort, Jungs, weiter geht's! Stopp, stopp, stopp! Mann, Koch! Weiter, weiter! Mann, weiter. Koch! Hoch, hoch! Hey, Marius! Koch! Ella! Okay! Komm, wenn er gut weiter! Mach, komm! Darko! Komm, hey, easy. Good. Hey, yeah. Hey. Yeah. Yeah. Hey. 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 Yeah. Komm, Darko! Und zurück! Komm, Tommy! Gute Seite! Gute Seite! Komm, zieh auf! Zieh auf! Ach, mit! Hey, mit! Gut! Und weiter, Tommy, komm wieder, komm! Hey, pass dich mal vor, Mann! Ich fand, dass wir in der ersten Halbzeit ja, Riesenchancen haben, die wir haben einfach liegen lassen. Da hätte schon wirklich 3-0 stehen können. Dann der Fehler von Ralle kann immer mal passieren. Aber du musst in der ersten Halbzeit schon 2-3 Tore schießen. Und ich glaube, dann wird alles einfacher. Und das muss uns einfach eine Lehre sein. Nicht nur für das Spiel heute, sondern grundsätzlich, wir müssen die Tore reinmachen. Dann ist einfach auch vieles einfacher. Komm, Männer, weiter, ey! Matze! Komm, Männer, ey! Matze, komm!
Weiter geht's. Ja, ja, Reini, wo bist du, Reini? Gut, Simon. Parking! Keddo! Gut reingelaufen, Junge, auf zwei! Druck! Druck! Spiel über Mann! Lauf euch, lauf doch Kopfloch! Kopfloch! Ruhig bleiben! Ich denke, wir haben heute gegen eine sehr gute Bundesligamannschaft gespielt, die wirklich dieses Jahr mit dem Abstieg nichts zu tun hat, die eher nach oben schielt als nach unten. Und deshalb war es ein guter Härtetest. Ich finde, dass alle Jungs sich präsentiert haben. Wir wollten vor dem Spiel auch aktiv sein. Wir wollten selber auch am Spiel teilnehmen und das ist uns gelungen. Und deshalb denke ich, ist es eine gelungene Art und Weise, wie wir heute hier aufgetreten sind. Ja, beide Mannschaften mit der vollen Kapelle gespielt, vielleicht ein bisschen durchgemixt, aber da war heute schon Qualität auf dem Platz und gegen den Bundesligisten 2-2. Wir haben gut gespielt, wie gesagt, die Gegentore waren ein bisschen ärgerlich, waren einfach hergeschenkt, wir haben viele Torchancen rausgespielt, viele Spieler konnten ein bisschen Spielpraxis sammeln wie ich, also ich würde sagen, rundherum gelungener Test. Worauf hat der Trainer besonderes Augenmerk gelegt? Ja, wir wollen ja immer mehr in unsere Abläufe kommen. Gute Positionierung, im richtigen Moment tief laufen, gute Abstände, gutes Gegenpressing. Das sind dann ja so Sachen im Spiel, im Testspielen, wo man ein bisschen verfeinern kann. Und ich finde, das ist uns heute gut gelungen. Einen bestimmten Grund gehabt, warum Viktor in der ersten Halbzeit in der Dreierkette gespielt hat? Ja, erstens wollten wir es mal ausprobieren, wenn das mal der Fall sein sollte, dass er das auch dann spielen kann, auch ein Gefühl für die Position bekommt. Er hat es in Darmstadt auch schon ein paar Mal gemacht unter meiner Regie, wollte es aber heute nochmal auffrischen lassen. Wir haben Salif heute geschont, dass er heute gar nicht spielt, war aber dabei der Junge. Malik hatte ein bisschen Probleme unter der Woche schon mit dem Knie, da wollten wir auch nichts riskieren heute. Und von daher ist auch nicht mehr so viel Personal übrig geblieben, aber es war trotzdem in meinem Kopf auch schon drin, Viktor da eine Chance zu geben. Und deshalb, glaube ich, hat er es auch ordentlich gemacht in der Position.